Hallo Kackbratzen. Hi, ich bin Johnny Fuchswill und ihr schaut die schlechtesten Videospiele aller Zeiten. Ach ja, die wilden 2000er Jahre. Kann sich hier noch einer an Jackass erinnern? Diese enorm anspruchsvolle Show auf MTV, in der sich ein paar Jungs sich regelmäßig in die Klöten getreten haben? Ich will jetzt nicht so weit gehen, um diese Burschen als Ikonen der Popkultur zu bezeichnen, aber trotzdem haben sie einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Was damals allerdings unglaublich war, da ihre Aktionen definitiv unterhalb der Grenze zwischen Anstand und Intelligenz lagen, ist heute beinahe schon stinknormaler Alltag auf TikTok. Aber besser sprechen wir nicht über dieses Thema. Wer jedenfalls den Mumm hatte, dieser illustren Gruppe im Fernsehen zu folgen, konnte über ihre Mischung aus absoluter Dummheit und sehr, sehr vielen Schmerzen gelegentlich sogar lachen und die idiotische Spontanität der Serie brachte uns etliche Staffeln ein, gefolgt von ein paar Filmen. Der letzte wurde im Jahr 2022 nach jahrelanger Abstinenz und 2 Jahren Covid veröffentlicht und man merkte, wie schlecht dieses Konzept in all den Jahren gealtert ist. Wir tun jetzt aber mal so, als befinden wir uns im Jahr 2007. Ganze 5 Jahre nach Ende der Fernsehserie und 2 Filmen kam man auf die großartige Idee, diese komplett sinnbefreite und knochenunfreundliche Fernsehserie in ein Videospiel zu verwandeln, das dann für die PS2, PSP und sogar für die Nintendo DS veröffentlicht wurde. Aus offensichtlichen Gründen werden wir aber heute nur über die PlayStation-Versionen sprechen, da die wohl am zugänglichsten sind, auch nach all den vielen Jahren. Hi, I'm Ryan Dunn and this is what we call suburban wakeboarding. Die brennende Frage, die sich einem normal funktionierenden Gehirn nun vermutlich stellt, ist, ob es wirklich eine gute Idee war, aus dem Chaos ein Spiel zu produzieren und wie man überhaupt all den Schmerz und absoluten Wahnsinn in ein Spiel packen kann. Alle Beteiligten haben sich wirklich sehr große Mühe gegeben, aber leider war die Idee dann doch zum Scheitern verurteilt. God damn it! Das soll aber nicht heißen, dass Jackass wirklich ein schlechtes Spiel war, wobei es ja mehr oder weniger eine Ansammlung aus mehreren Minispielen ist, wie wir es eben auch aus der Serie herkennen. Das Potpourri an Minispielen, dessen Konzepte von schmerzhaft bis schwachsinnig reichen, ist sogar einigermaßen gut spielbar. Die Präsentation ist mehr als akzeptabel, da man auch versucht hat, alle Charaktere der Sendung so originalgetreu wie nur möglich abzubilden. Und selbst für das Leveldesign hatte man ein gutes Auge. Abgerundet wurde dann alles mit einem ziemlich guten Soundtrack und relativ amüsanten Zwischensequenzen. Wobei das Wort amüsant ja vermutlich ein sehr dehnbarer Begriff ist. Falls ihr Kids da draußen zum Beispiel einen Rat braucht und wissen wollt, was Drogen mit eurem Gehirn anstellen, dann solltet ihr euch unbedingt eines der Bonusvideos mit Steve O anschauen, in dem er am Voice-Over für dieses Spiel arbeitet. Ow, you f***ing hit me, you jerk! Oh man. And the idiot dropped the camera too! Thanks a lot! Jeez. It's the first day of shooting the new season and we still gotta get the other guys here. Kernelement des Spiels ist natürlich der Story-Modus. Da sich der Regisseur der Serie bei den Dreharbeiten seine Vagina verstaucht hat, sucht man nun eine fähige Person, die seinen Job übernehmen kann, um alle haarsträubenden Stunts zu filmen und die restlichen Dreharbeiten abzuschließen, um daraus dann die besten Clips für die Serie zu produzieren. Filmen ist allerdings das falsche Wort, denn anstatt die Stunts mit einer Kamera nur aus der Ferne zu betrachten, muss der Spieler selbst die Rolle des Stuntmans übernehmen und in gut 35 Missionen sein Bestes geben und sich dabei nicht den Hals zu brechen. Vermutlich muss ich euch Kackbratzen aber nicht davor warnen, diese Stunts selbst auszuprobieren, oder? Das Gameplay besteht jedenfalls aus einer wirren Mischung aus Tastendrücken, gutes Timing und sehr viel Glück. Zumindest was die PS2-Version des Spiels betrifft, denn seltsamerweise hat man der PSP-Version einen weit größeren Umfang geboten. So kann man hier tatsächlich sich als Regisseur austoben und eine Episode Jackass produzieren. Aber darauf kommen wir später nochmals ganz kurz zurück. Es war jedenfalls ein faszinierendes Feature, womit es komplett unverständlich ist, dass man es nicht auch in die PS2-Version einbaute. Wie gesagt, ist Jackass eine Ansammlung aus Minispielen. Erfreulicherweise hat man die Steuerung sogar einmal nicht verkackt und alle Spiele lassen sich demzufolge ganz locker spielen, auch ohne groß sein Gehirn anstrengen zu müssen. Hinzu kommt, dass man den Schwierigkeitsgrad ungefähr so hoch angesetzt hat, wie in etwa der Wii Man groß ist. Jeder, aber auch wirklich jeder, auch jene, die ihr Leben lang nur Lack gesoffen haben, sollten mit dem Spiel zurechtkommen. Falls nicht, dann weiß ich echt nicht, was mit euch nicht stimmt. Die Stunts reichen von sehr simplen Dingen wie einem Einkaufswagen-Angsthasenspiel, in dem man auf dem Dach eines Hochhauses so nah wie möglich dem Rand des Daches kommen muss, ohne über die Kante zu fallen, bis hin zum Kackhaufen-Ausweichspiel. Oh.
Es gibt allerdings auch komplexere Spiele, wie auch das Golfwagenrennspiel oder auch einen Katamari-Klon, in dem man einen schneebedeckten Berghang herunterrollt und dabei so viele Skifahrer, Schneemobile und anderen Kram wie möglich aufsammeln muss. Des Weiteren dürfen auch einige Stunts nicht fehlen, die man direkt aus der Show übernommen hat, darunter auch das Eierschluck-Minispiel, das definitiv euren Würgereflex auf eine harte Probe stellen wird. Als auch ein rhythmusbasiertes Partyboy-Spiel oder auch das V-Tattoo-Ding, das eure Fähigkeit testen wird, ein Tattoo auf ein instabiles Ziel zu zeichnen. Shoot Johnny! Grundsätzlich sind alle Stunts ja beim ersten Mal ganz witzig, aber trotzdem macht es dann irgendwann Klick im Oberstübchen und ab dem Moment läuft das Spiel Gefahr, langweilig zu werden. Es ist ja ganz lustig, wenn jemand in ein Fass voll Kacke hüpft, nach ein paar Wiederholungen kann man aber darüber nicht mehr unbedingt schallend lachen. Insgesamt hat das Spiel ein Problem mit Wiederholungen, da die Kategorie der Minispiele insgesamt sehr ähnlich sind und in der Regel auf einen Rennen hinauslaufen, oder im Falle des Katamari-Klons gibt es auch ein Level, in dem man ebenfalls einen Hang herunterkullert, allerdings gilt es hier ganz ohne Schnee dann so viel Schmerzen wie möglich einzustecken. Das klingt leichter gesagt als getan, denn das Spiel verlangt von euch sehr viel Präzision, während ihr versucht, euch so viele Knochen wie möglich zu brechen. Zum Glück funktioniert die Steuerung besser als in Little Britain, trotzdem ist es manchmal sehr schmerzhaft, dieser wilden Achterbahnfahrt zuzusehen. Es kommt vermutlich eher darauf an, wie stark das eigene Gehirn belastbar ist. Denn seltsamerweise wird man trotzdem einen Sack voll Spaß mit dem Spiel haben und vermutlich noch mehr, wenn man es mit mehreren Personen gemeinsam auf der Couch erlebt, da die ursprüngliche Idee, die Serie in ein Videospiel umzusetzen, generell doch ganz gut funktioniert. Man sollte eben nicht unbedingt ein wirklich tiefgründiges Gameplay erwarten. Kommen wir mal aber zu einem merkwürdigen Schachzug seitens der Entwickler zurück, der die PSP-Version einen beinahe überlegenen Vorteil gegenüber der PS2-Version verschafft. Wie vorhin erwähnt, schlüpft man in die Rolle eines Regisseurs, dessen Aufgabe es ist, eine Episode der Fernsehserie zu produzieren. In der PS2-Version kann man sich zwar auch die Wiederholungen der Stunts ansehen, aber in der Handheld-Version gibt es nicht nur einen umfangreicheren Editor, man kann sogar die einzelnen Clips zu einer einzigen großen Episode zusammenführen und dank des Internet diese sogar der kompletten Community zur Verfügung stellen, die sich dann eure Werke auf ihre PSP herunterladen können. Das Tool auf der PSP ermöglicht euch nicht nur aus verschiedenen Kamerawinkeln zu wählen, das Filmmaterial zu verlangsamen oder zu beschleunigen, sondern ihr könnt sogar die Kamera schwenken oder auf das Ziel anvisieren. Es ist zwar lustig, dass man dies alles auf seiner PSP machen kann, aber allein von der Bedienbarkeit und dank eines größeren Bildschirms wäre dieses Feature meiner Meinung nach doch besser auf der PS2 gewesen. Vermutlich hat man aber eher damit gerechnet, dass weit weniger Leute mit einer PS2 online gehen, als mit einer PSP. Und dies zeigt sich auch im Mehrspielermodus. I'm Steve-O and this is Fridge Racer. Während man auf der PS2 mit einem Kumpel auf der Couch einige Spiele auch gegeneinander spielen kann, sucht man einen klassischen Mehrspielermodus auf der tragbaren PlayStation vergeblich. Stattdessen gibt es einen praktischen Ad-Hoc-Mehrspielermodus und sogar einen Online-Modus. Grundsätzlich ist bei Jackass ein lokaler Mehrspielermodus vorzuziehen, da man seinen Partner auch direkt physische Schmerzen zuführen kann. Allerdings wäre auch auf der PS2 ein Online-Modus ganz lustig gewesen. Insgesamt wirkt die PSP-Version umfangreicher, womit man mit der PS2-Version einen leider leicht unvollständigen Eindruck erhält, bei einem gleich hohen Kaufpreis. Hey Steve-O, it's Knoxville. Pick up the phone. Dude, where are you? It's 6 p.m. You're supposed to be here at 1. Grafisch ist Jackass vielleicht nicht unbedingt das Gelbe vom Ei und vermutlich hätte ich mir diese Metapher sparen sollen. Denn bei dem Gedanken an das Eierwettessen-Minispiel kommt mir leicht wieder mein Frühstück hoch. Trotzdem ist es den Leuten von Side Interactive sehr gut gelungen, alle Charaktere quasi lebensecht ins Spiel zu bringen. Also im Prinzip alle, mit Ausnahme von Ben Margera, der wegen Streitigkeiten mit Activision leider ausgeschlossen wurde. Der Rest der Jungs hat dem Spiel nicht nur ihre Stimme verliehen, sondern stellten auch ihre Körper zur Verfügung, die dann mittels Motion Capture ins Spiel transferiert wurden. Und ehrlich gesagt sind die Charaktere ziemlich gut gelungen. Seltsamerweise klingen die Stimmen im Spiel aber nicht immer originalgetreu und scheinen mitunter neu besetzt worden zu sein. Der Rest ist ein grafisches Durcheinander, aber trotzdem wirkt alles noch ansprechend genug, um nicht dank eines Würgereiz das Spiel unterbrechen zu müssen. Und die Musik im Spiel verpasst dieser wilden Achterbahnfahrt der Gefühle und des schlechten Geschmacks die nötige Stimmung. Insgesamt ist es aber sehr schwierig, dieses Spiel zu empfehlen. Wer die Serie damals schon geliebt hat, wird vermutlich sehr viel Spaß mit der Videospielumsetzung haben. Allen anderen ist es nur sehr schwer zu vermitteln, warum man hier mit literweise Scheiße um sich wirft und darin baden wird.
Rein technisch gesehen ist Jackass The Game auch kein schlechtes Spiel und es ist durchaus unterhaltsam. Zum Glück muss man auch nicht mit denselben Folgen rechnen, die die Akteure in der Serie am eigenen Leib erfahren mussten. Einige fehlgelaufene Stunts hatten durchaus üble Verletzungen nach sich gezogen und kein Mensch, der bei normalem Verstand ist, sollte jemals auf die Idee kommen, irgendeinen dieser Stunts selbst nachzuahmen. Aber auf der anderen Seite gibt es TikTok und eine komplett verlorene Generation. Somit schließt sich der Kreis. Rein technisch gesehen hat man aber das Konzept der Serie in Form der vielen Minispiele sehr gut umgesetzt und es gibt auch jede Menge Bonusmaterial, das man freischalten kann, was vor allem Hardcore-Fans der Serie besonders freuen dürfte. Wer also eine große Neugier und vielleicht einen nicht sonderlich anspruchsvollen Humor hat, der kann sich dieses Meisterwerk mal genauer unter die Lupe nehmen und selbst ausprobieren und am besten gleich mit mehreren Leuten versammelt auf einer Couch, was den Spaßfaktor immens steigen lässt. Das Spiel feierte damals auch nicht unbedingt einen großen Erfolg, was vermutlich seiner Natur und der potenziell geringen Fangemeinde geschuldet war, aber es bietet ein solides Gameplay mit einer guten Portion Schadenfreude und sehr viel Humor unter der Gürtellinie. Oh my gosh! That's Jackass all over, baby. Oh. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.